Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe schon mal das ganze Zeug vorbereitet. Für den Assembler. Ich hoffe, ich habe alles vorbereitet. Ich habe schon mal gemacht jetzt 2 Small Steel Gears. 5 Stahlplatten, 10 Stahlrods, 4 Rough Iron Plates, 18 Iron Rods, 9 Magnetic Iron Rods, 26 Kupferkabel, 32 Tin-Kabel, das Red Alloy Wire. Könnte es sein, dass das uns demnächst ausgeht. So, was haben wir hier noch? Genau, als allererstes bauen wir mal die Circuits. Und ich habe gesehen, was ich nicht habe. Da. Ich brauche 1, 2, 3. Davon brauche ich nochmal einen. Erst mir ist das Kupferkabel ausgegangen. Super. Geht gut los. So, aber ist ja kein Problem. Wiremill war die zweite. Mir hat nicht viel gefehlt. Das hinkriegen. Ich habe schon gesagt, das einzige kleine Problem, was ich mittlerweile habe, das sind ja die Erze, die ich noch verarbeiten muss. Das sind mittlerweile die Kisten, die ich habe. Die muss ich upgraden. Habe ich aber schon einen kleinen Plan. Muss ich noch Eisen einstecken? Ja, habe ich. Du bist voll. Bending, mach mal. Gut. Dann hat der zu arbeiten, nicht auch. Dann warst du hier. Warst du hier. Okay, richtig. So. Haben wir hier 4. Ein. X1. Was fehlt mir jetzt? Ich habe noch nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Was ist jetzt schon wieder ausgegangen? Ich brauche auf jeden Fall nochmal Vacuum Tubes und ich brauche nochmal Stahl. Okay, das ist ja kein Ding. Ich 3. Okay, dann heißt es jetzt, wir können jetzt mal an dich ran. Das heißt, ich brauche das da. Ja, und da ist der Dampf alle. Muss ich wieder warten, bis Dampf da ist. Ja. Dampf ab. Mach hinne. So, weil ich brauche nämlich noch mal 4 Tubes. Das heißt, das Steam Ding muss oben richtig voll sein. Also sobald mir das hören, können wir rauf. So. Das ist Nummer 2. Ja, in der Zeit können wir ja schon mal die Motoren bauen. 1, 2, 3. 6, 6 und jetzt ist Schluss. Ja. Kupferkabel. Ey, ich werde doch nicht mehr. Kann doch nicht sein. Ich habe das ganze Kupferkabel verbraten. Ja, und ich würde nicht langweilig mit dem Material verschwenden. Nee. So, du bist voll. Das heißt, dann kann ich dich schon wieder reinfeuern. So komme ich natürlich in 100 Jahren dazu, die Cubes zu machen. Da gibt es ja dann auch noch irgendwann mit dem Assembler eine billigere Version. Aber da muss erstmal das Häuschen stehen und eine einigermaßen vernünftige Stromproduktion und.
So, wir wollen ja heute sozusagen jetzt mit dem Assembler anfangen, dass wir jetzt oben unser Dorf verbessern können. Ja, bin mal gespannt, wann das zu einer Kleinstadt mutiert. Ich habe schon gesagt, irgendwann gehe ich mit dem goldenen Lasso und klaue dann Dorfbewohner. Eins, zwei, drei. Hurra! Also wir haben unsere neuen Motoren. Das heißt, jetzt als nächstes brauchen wir die Pistons. Für die Pistons brauchen wir ja zwei Motoren. Eins, zwei. Was? Ah, jetzt will mir eine Stahlplatte. Ja. Jack, ich merke schon, du kannst total gut rechnen. Ja, nehme ich mir da eine. Zwei. Also, jetzt haben wir noch sieben Motoren. Also, wir haben jetzt die Motoren haben wir fertig. Die Pistons haben wir fertig. So, dann hätte ich gesagt, dann fangen wir mit dem Konvoier an. Was brauchen wir jetzt dafür? Halt da drauf klicken, bitte. Eins, sechs. Wir brauchen jetzt 12 Rubber Sheets und ein Kabel. Ein Kabel. Gut. Das heißt, hier brauche ich jetzt dann die Motoren. Das heißt, die brauche ich dann hier. Ich hoffe, dass ich beim Robotarm nur einen brauche. Wenn ich zwei brauche, habe ich ein Problem. Oder ist es Nacht? Hier unten oder oben? Einer ist unten. Und ich habe keinen Bogen einstecken. Wo ist mein Bogen? Bin ich doof? Entschuldigung. Da ist mein Bogen hin. Habe ich meinen Bogen weg? Bin ich denn total dusselig? Meinen Bogen verlegt. Gott sei Dank haben wir noch einen Cleaver. Verdammt. Apropos. Monster müssen leider draußen bleiben. Ja, jetzt muss ich rausfinden, wo habe ich meinen Bogen hin? Ich werde den bestimmt schon gesehen haben, wenn ich ihn noch habe. Pfeile habe ich. Ach, da ist er. Ja. Blindheit gestraft. Reparieren wir gleich mal. Jedes Mal, wenn ich auf Attacke von Zombies gehe. Krieg ich danach eine auf die Schnauze. Gehört habe ich einen. Nur noch nicht gesehen. Müssen mehr Fackeln produzieren. Hallo? Zombie? Zombie. Wo bist du? Nicht schlafen? Ja. Wieder weg. Das ist gut.
Ja, genau. Ich habe den Eingang hier noch mal ein bisschen umgestaltet. Apropos umgestalten. Das hat mir auch noch nicht gefallen. So, genau. Mache ich jetzt so. Dann sieht man das Holz nämlich auch nicht. Und die Seite habe ich doch gar nicht gemacht. Naja, schafft man alles. So, jetzt müsste eigentlich oben genügend Dampf wieder drin sein, dass ich meine Tools bauen darf. Jetzt mal, wenn wir das so. Nö. Der war wieder so doof, der ist wieder da drin gewesen. Ich weiß nicht, warum das die das machen. Danke. Dann bekommen. So haben wir Rotten Flesh. Das Hühnchen ist ja auch da drin. Das muss denen da drin gefallen. Monster Loot ist da. Danke. Ja, ist ja der Hammer. Der frisst überhaupt keinen Steam. Solidifier. Wir würden am liebsten Molten Glas. Molten Glas. Molten Glas Cracktech. Molten Glas Cracktech. Amount 44.500 Kelvin. Ah, 1300 Kelvin. Und das wird bestimmt erst gehen ab. Nein, das geht sogar schon vorher. Cool. Fluid Extractor. Ja, das Schöne ist. Ab 11V, man kann unendlich viele Maschinen bauen. So, habe ich jetzt eigentlich, habe ich mir eigentlich schon mal einen Scoop gebaut? Ich glaube schon, ne? Ja, sehr schön. Erstens, ich habe da unten sowieso schon was gesehen. Das muss weg. Danke. Und ich glaube, ganz hinten habe ich auch noch was gesehen. Ah, genau. Apropos gesehen. Hier habe ich eine Kiste. Die kann ich mal ausleeren und mitnehmen. Dann habe ich wieder eine Quest erledigt. Schön. Komm, mach bling bling. Bling bling. Kein bling bling. Gut. Wann halt nicht. War da nicht hier auch noch irgendwo ein Bienenhive? Dann halt auch nicht. Okay, ist ja gut. Mag mich heute nicht. Nee, aber dieser Aufgang, dieser einzelne Aufgang, das war nie richtig meins. Und haben wir jetzt gesagt, nee, das reißen wir jetzt komplett so auf. Ich würde zwar nach oben auch gerne noch eine andere Treppe bauen, aber geht nicht. Ich habe schon gesagt, irgendwann werde ich die vielleicht mit Architecture-Kraft machen, weil ich ja dann Geländer noch bauen kann. Aber wie gesagt, ich möchte das auf jeden Fall hier in Grenzen halten. Weil ich möchte diese zwischen 59 und 60 FPS gerne etwas länger haben. So, da kommt auf jeden Fall nach
unten erstmal in meine Box. Das auch. So. Und du auch. Okay. Meine Tubes habe ich fertig, hoffe ich. Das heißt, ich kann jetzt mir noch mal. Ich brauche jetzt 12 Rubber Sheets. Hier habe ich schon mal 3. Dann kommen hier einmal 9 und einmal 1. Dann habe ich nochmal 9. Und hier habe ich meine restlichen 2 Tubes. So, Chemical Reactor. Mach mal was für deinen Strom. Ah, ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann irgendwann meine kleine Batterie habe. Bin ja schon, ich habe schon gesagt, Glück gehabt habe ich ja, dass ich wirklich die wichtigsten Utensilien unterm Haus hatte. Nähte auch. Ich habe schon gesagt, ich werde dafür Tetrahydrit, werde ich dann stundenlang suchen und nicht finden. Was zwar auch ein bisschen dann nervig wäre, aber ist egal. So. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich alles hab. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Das heißt, wir haben jetzt unsere Konvoier. Und du kommst erstmal dahin. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Stahlrotz. Ich schau mal nach. Vielleicht fehlt mir gleich nochmal was. Da habe ich noch 4. Ich habe Kupferkabel, fehlt mir auch noch. Ja, glücklich. Am besten wieder Stahl reinschmeißen und mich dann wieder ärgern. So, momentan hat er ein bisschen Schluck auf. Unser kleiner Server. Dauert immer etwas länger, bis ich in die Maschinen darf. Wir sind bei 17, das müsste reichen. Ja, wobei. 15 und der hat noch 2, ja, ich glaube, der braucht 8.000, 9.000, oder? Was Delays? Ne, 5.000. Kabel hat er schon mal fertig. Oh, okay. Dann heißt es jetzt für mich, bleib mal hängen. Ich craft mal gleich zum Dust. Und ich schmeiß dich da rein. 15 haben wir schon wieder. Das da rein, das da rein. 1, 2. Oh. Geh mal wieder hoch. Und danach fehlt mir bestimmt wieder eine Kleinigkeit oder so. Ich kenne mich. Ist mir jetzt auch nicht überhaupt passiert. Aber wie gesagt, schön wird es erst ab dem Zeitpunkt, wo man halt alles schön massenweise durchhauen kann, dass man dann irgendwann mal Motoren auf Lager hat. Aber davon bin ich noch meilenweit weg. Apropos, du bist so ruhig.
Apropos. Die Eisenplatten habe ich dabei, ja. Dann musst du unten rein. Das wird sozusagen meine erste Amtshandlung vom Assembler. Gott, das juckt denn nicht. Du kannst schon mal die restlichen vier machen, dass wir das kleine Kabel noch kriegen. Und dann kriege ich jetzt aber endlich meine Circuits und dann machen wir jetzt den Assembler fertig. Verdammte Axt. Kann ja nicht wahr sein. Glaube ich kann. Ich glaube, ich soll noch mal in die Schule gehen und das kleine einmal eins lernen. Ich habe vier Rods gemacht, ne? Obwohl ich gewusst habe, dass ich alles ist schlecht. Gehen wir mal hinlegen. Müsste ich mal schnell bei Tinkers gucken, was eigentlich dieser Gürtel kostet. Tinker. Belt heißt der, glaube ich, ne? Traveler's Belt. Der kostet uns Hardened Leather und an Advanced Circuit eine Diamond Plate. Das ist eine HV, ein HV-Prozessor. Ja, der wäre halt nur optimal, der war halt super, ne, dass man halt zum Beispiel die Waffen oder so auf dem zweiten Layer legt. Dann würde ich das nicht mehr jucken. Und wenn, dann könnte ich halt auch das alles beiseite räumen. Zum Beispiel dann auch immer ein Feld frei haben. Dass ich nicht aus Versehen, wie das letzte Mal, da bin ich irgendwie, weiß nicht, wollte das Netherrack hier wegklopfen. Habe mich ein bisschen blöd getreten, aber stand auf einmal so da. Ich habe schon die ersten Kratzer an der Maschine gesehen. Ich habe schon gesagt, Gott sei Dank. Die Picke ist zwar schnell, aber noch nicht so schnell. Weil die wäre platt gewesen. Und das wäre nicht diese Maschine gewesen, sondern das wäre die Lathe gewesen. So. Darf ich jetzt endlich meine Circuits abholen? Ist aber nett. Dankeschön. So. Dann heißt es jetzt, mein Conveyor Belt rausnehmen. Braucht zwei Stück. So, und jetzt brauchen wir noch einen Robotarm. Das heißt, ich brauche vier Motoren. Ich habe mich um einen Motor verrechnet. Beziehungsweise ich habe einen Motor zu viel abgezogen. Das heißt, ich brauche nochmal. Ich brauche einen Motor. Das heißt, ich brauche nochmal drei Rods. Okay, ist auch kein Problem. Es ist halt nur viel hin und her gerenne. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und wir machen gleich wieder vier. Ist halt nur warten. So, der Polarizer war der da. Also wie gesagt, bevor ich kein Quarzit habe, also den Glas, das, den ich ja mittlerweile auch hier drin liegen habe, ich in den schönen Cubes, ja, den werde ich Ewigkeiten und 3 Tage mit der Hand craften, weil ich hier jetzt nicht ein, dass ich, dass das so lange dauert, der Maserator. Also das sind zwei Eisen,
Oder sogar zwei. Och nö. Ey, Leute, ist doch scheiße. Bestimmt, weil ich einen Polarizer verwendet habe. Lass ich drin, ist mir jetzt egal. Vielleicht brauche ich einen Rod. Weil das Spiel mich verarschen will. So, aber der Scoop kommt auch gleich hier mit hin. Da habe ich den auch mit eingepackt, weil der kann jetzt auch immer mit dabei sein. Dann brauche ich Motor, das da, das da. Motor Nummer 4. Ich schätze mal, ich brauche jetzt an dem Assembler bestimmt auch nochmal welche. So, das heißt jetzt, da kommt das Circuit hin. Die Motoren kommen hier hin. Der Piston kommt hier hin. Dial Rods. Und Tin Cable. Ha! Robert Arm. Zwei Stück. Yippie! So, und jetzt kommt der Assembler. Und nicht vergessen, der erste heißt Assembling und die andere ist der die Disassembler. Also nicht Assembler eingeben und dann wundern, dass man die falsche in der Hand hat. Okay, also Basic Assembler. Ich brauche jetzt zwei Zinnkabel. Und die zwei Zinnkabel werde ich jetzt bestimmt nicht mehr irgendwo auf Halde haben, ne? Richtig. Gehen wir schnell nochmal nach oben. Und machen uns welche. Neun. Und 1. Arbeit. Wow. Bin mir jetzt schon sicher, dass gleich irgendeiner weinen wird, dass der Strom nicht reicht. Komm. Danke. So, wir haben die. Sogar 5. Nehme ich mit runter. Ne, lasse ich da. Heu unten nicht. Hab unten kein unisoliertes Zündkabel rumliegen. Okay, also. Nochmal. Kurz angucken. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst in die Mitte. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Basic Assembling Machine. Und die Avengers sind im Haus. Juhu! So. Dann heißt es jetzt aber für mich, den da dahin. Brauche ich meinen Rucksack. Aber was bist jetzt du? Du bist jetzt der Polarizer. 2, 4, 5, 6. Ja, nee. Aber die Assembling Machine muss definitiv hier hin. Weil der jetzt beide bedienen muss. Und der Polarizer glaube ich nicht so viel Spannung braucht. Ja, ist nicht so spannend. Was braucht er denn? 16 EU? Ja, also das ist
Genau, außer ich mache das. Gott. Ja, ich glaube, wenn ich Rods mache, braucht er wegen mehr, aber denn das Schöne ist jetzt, ich drehe den jetzt mal und hau mal da schnell noch mal mein Verhältnis 9 zu 1 rein. Gehe ich noch mal runter und hole noch mal ein bisschen Zinn. Verdammt. Ich ja Coins. Ist mir jetzt egal. Ich kaufe die jetzt. Egal, egal, egal. Auch wenn ich jetzt schon fast alles aufgebraucht habe. Und zwar einmal die Vacuum Tubes. Einmal die Boards. Und die Resistoren. Auch noch. Wenn es jetzt ganz blöd läuft. So, das haben wir. Ich habe mal ganz, natürlich sehr viel Zinn dabei. Nein, aber ich brauche die Circuits, sonst geht's nicht. Und da werden wir richtig viele jetzt dann brauchen. Du rein, du rein. Du rein, du rein. Ja, und Red Alloy Cable fehlen mir auch noch. Ja, dann zeigen wir es halt mit dem. Ist auch kein Problem. Das sind jetzt dann 2, 4, 6. Nehmen wir gleich alle, da haben wir 10. Also. Ja. Brauchen Circuit. Verdammte Axt. Ja, okay. Muss ich halt noch einen so isolieren. Aber was habe ich sie? Das ist nicht so, dass das nicht geht. Entweder ich switch den einen dann immer um oder ich mache mir, ja, nee, ich brauche dann auf jeden Fall mehr. So, habe ich jetzt meine drei. Ja, habe ich. Aber dafür habe ich die Casings nicht mehr. So, ich habe aber keinen Hammer einstecken, ne? Ne, dann machen wir das auch unten. Glaube, da brauche ich auch keinen Chipsatz dafür. Und zwar die da. Dann einen Hammer nehmen unten drunter. Und jetzt habe ich Double Plates. Jetzt muss ich mal vorne gucken, habe ich noch Kisten rumfliegen? Nein. Aber wenn's, ich weiß, geht auch jetzt einfacher und billiger oben. Aber auch Chipsatz. Danke. So. Jetzt habe ich Kiste.
Darf ich mir jetzt einen rausnehmen? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wir sind bei 0. Und jetzt brauchen wir dich in der Variante 24. Also du kommst dahin, du kommst dahin. 24. Den nächsten, was ich brauche, ist ein 8er. Ich brauche einen 2er, einen 4er, 3er, glaube ich auch. So, aber 24 müsste es fürs Kabel sein. Heißt, ich schmeiße jetzt das da rein, leg das Kabel da dazu. Ja, und jetzt macht der nette Herr hier für mich das Kabel. Und es braucht mich nicht mehr jucken. So, nächsten Circuit. Und jetzt werde ich gleich das andere nicht mehr machen können. Ne, doch. Okay, das juckt nicht mal. Dann legen wir jetzt schon mal die Chest rein. Und die drei Platten. Ich brauche bestimmt jetzt doch. Nein. Drei Double Iron Plates. Und eine Chest. Ach so, ja. Ich brauche natürlich Platz. Ich hält. So. Und et voilà. Wir haben unsere erste Eisenkiste. Die stelle ich jetzt dann davor. Weil das heißt, jetzt können wir unsere Teile hier reinräumen. Und das Schöne ist, die hat dieselbe Größe wie das. Können wir jetzt gleich jetzt nochmal eine machen. Und dadurch, dass ich ja jetzt das andere habe. Also ich werde da oben immer wieder umswitchen müssen. Das heißt, ich brauche einen Screwdriver oben. Circuit. Gib mir noch einen Circuit. Danke. Ich. Und den muss ich halt immer umswitchen. Es geht nicht anders am Anfang. So. Nummer 8. Dahin. So. Mal ab jetzt habe ich. Also jetzt, ab jetzt wird es halt alles leichter. Jetzt wird vieles leichter. Jetzt einfach nur noch zum Beispiel Sticks herstellen. Da, jetzt das da rein. Holz rein. Waren das nicht 8? Vorführeffekt, hä? Acht Planken Circuit. Ah, nee, ich sag ja, gerade leckt's ein bisschen. Keine Ahnung warum. Ist wieder zum allerersten Mal wieder, seit langer, langer Zeit. So, und wir haben die Chest. Und jetzt habe ich. Ja. Wenn ich die Platten umgeändert hätte, könnte ich mir noch eine zweite machen. Kann ich leider nicht oben, weil es zu viel Energie braucht. Und wie gesagt, wenn man jetzt hinschaut, Fans. Jetzt kostet, also Fans kostet uns halt hier 6 Sticks und 3 Holz. 3 Sticks. 3er. Ja,
So, das ist ja auch das, was ich da dran nicht so mag an dem Ding. Wir haben sozusagen jetzt eine richtig schöne Kostenvergünstigung. Und was machen wir denn? Yellow. Ich brauche Eisen, 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 Eisen. Ist leider so. Und vor allem jetzt könnte ich auch da einen Soundmuffler machen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich unten arbeite, ist es cool, wenn ich einen Maserator höre. Weil somit kann ich kriege ich mit, ja, ich muss nach oben. Wenn ich den jetzt auf leise mache, gehe ich zu selten nach oben. So. Du hast nochmal da was. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst auch nochmal Kohle verarbeiten. Da wäre mir jetzt eigentlich am liebsten die Maschine in der Sifte. Alte Sifting-Maschine. Das ist Assembler Ding, Assembler 1, Zinkfolie und Fine Steel Wire und massenhaft EU. Aber dann könnte ich zum Beispiel die Kohle und so weiter verbessern. Da kriege ich mehr raus. So, was habe ich denn? Good Electronics, sag ich jetzt, ich habe MV. Naja, brauchen wir momentan nicht. Das schmeißen wir da rein. Und das schmeißen wir da rein. Das heißt jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall den Screwdriver, den wo ich momentan da habe, oben. Säge habe ich einstecken? Nein. Dann brauche ich aus dem Ding jetzt das da. Ja, Loks habe ich einstecken. Dann heißt es Assembler auf. Flint rein, Holz rein. Ja, ich spare mir ein ganzes Holzlock. Weil ich so wenig Holz habe. So, zack. Zack. Packe ich dich dann da oben. Und den da mit drin. Und dann kann ich halt immer wieder einen von beiden umswitchen. Was ich jetzt bei dem jetzt halt gleich mal mache. Ich glaube, so geht es einfacher. So, du kommst dahin, du dahin. Jetzt habe ich einen Dreier. Park mal rein. So, Lace haben wir ja auch noch. Einfach mal drei Holz reinschmeißen. Haben wir 6 Sticks. Und die 6 Sticks jetzt reinschmeißen. Und wir gehen Richtung Fences, weil die werde ich jetzt dann sozusagen vorproduzieren, weil wir die massenhaft jetzt dann brauchen, um oben das Gebiet dann soweit einzumachen. Und das Schöne ist, die Gates gibt es hier auch. Und zwar zwei Holz, zwei Sticks. Fertig. Das wird jetzt dann schön. Nee, aber heute mag er mich nicht. Okay. So, aber ich habe jetzt kein Holz mehr einstecken, ne? Ah, aber ich habe eine Säge einstecken. Bei Gates brauchen wir doch noch. Für einen Kuhstall. So, du bist da rein. Das da. Das da. Mach mal.
Also ich finde das vor allem, ich brauche nicht daneben stehen. Ja, doch, ich stehe daneben, weil ich zugucke. Aber man kann die auch mal laufen lassen und jetzt dann da hinten arbeiten. Und wenn man wieder zurückkommt, hat man sein Zeug. Ist doch schön. Okay. Dann ist diese harte Arbeit Assembler geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt zu guter Letzt dahin. Genau, ich habe den Robotarm. Sehr schön. Schaut mal, ich kriege zwei Circuits. Können wir dann gleich einsetzen, um da draus Achter und Vierer und Zweier und so weiter zu machen. Und wir haben noch den da. Da kriege ich die Rubber Sheets, die wo ich verbraten habe. Okay. Da geht es Richtung Cutting Machine. Ein New Alloy Cobalt Dust. Ja. Aber dafür brauche ich dann erst den Ore-Washer. Und um den Ore-Washer zu machen, brauche ich erstmal Batterien. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Das haben wir zwar auch schon im Blick, aber jetzt kommt es erstmal drauf an, dass wir wirklich, 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 wirklich hinten anfangen, unseren Bereich aufzubauen. Das wird auch immer wieder jetzt in den nächsten Folgen so sein, dass wir den Kuhstall fertig machen, dass wir den Förster fertig machen, dass wir hier erweitern können. Die könnte ich eigentlich auch mal vermehren, da könnte ich nämlich die dann darüber machen. Ja, das wollen wir jetzt alles bei den nächsten Male dann so machen. Ja, und mit Blick auf unsere wunderschöne Mauer. Das Lustige ist, zuerst war die länger als die. Jetzt ist wieder die länger als die. Dann heißt wieder, ich mache da als nächstes weiter. Genau, aber mit dem Blick auf die schöne Mauer, beziehungsweise auf den schönen Endcut, wo ihr schöne Videos noch anschauen könnt oder auf den Abo-Button klicken könnt, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.